So, Prominenz haben wir auch noch heute natürlich in der Sendung am Samstag. Filme mit Ralf Richter sind ja immer so eine ganz besondere Ruhrpott-Lebensstudie. Und dieser Mann kommt jetzt, ja. Also in seinen Filmen sieht man immer witzige Menschen mit erstaunlichem Mut zu herausragender Garderobe. Ja, hier sehen wir sowas. Jürgen Klopp, Gedächtnis, Unterhemd. Er hat das mal so gesagt, ich hatte die Wahl, Sexsymbol zu werden oder Ruhrpott-Proll. Sie ahnen schon, wofür er sich entschieden hat. So sieht der Mann übrigens heute aus und anlässlich seines neuen Films hatten wir wieder sehr viel Spaß. Ralf Richter ist ein Kind des Ruhrpotts. Doch auch hier in Köln, wo er heute lebt, erkennen viele den in Bochum geborenen Schauspieler. Der Richter. Oh, hi, Richter. Auch wenn nicht jeder auf Anhieb seinen Namen kennt, Richters markantes Gesicht hat sich durch viele Filmprojekte eingeprägt. Klar, hier werde ich auch häufiger angesprochen, aber nur so mehr als so zur Kenntnisnahme. Denn hier gibt es so viele Prominente, die hier rumlaufen. Wenn da jeder jedes Mal Ohr machen würde, käme aus dem Ohr wahrscheinlich nicht mehr raus. Die Menschen sind daran gewöhnt hier. Zurzeit dreht Richter mit Regisseur Patrick Beckert Breakdown Forest, ein sogenanntes Low-Budget-Projekt, hinter dem keine große Produktion steht. Läuft und bitte. Dabei nahm Richters Karriere mit einem Millionenprojekt Fahrt auf, als Maat in Wolfgang Petersens Das Boot. Das Boot, da waren wir zwar alle kleine Rollen, aber trotzdem hieß es danach, ja, was haben Sie denn so gemacht bisher? Ja, dies und jenes und das Boot. Oh, das Boot, oh, ne, ja, nur weil das so eine Visitenkarte war. Also hilft das eine so weiter, das andere so. Und wenn man jemand anders helfen kann, dann macht man das auch. Mittlerweile dreht er nur noch, was er selbst will. Zum Beispiel Grabowski, Alles für die Familie. Den Film hat er über Crowdfunding finanziert. Und darin lässt er die beiden Kalles neu aufleben, die er in Was nicht passt und in Bang Boom Bang spielte. Richter als Bösewicht in seiner typisch komisch-prolligen Art. Ich kann das ganz gut machen, so Angst und Schrecken verbreiten. Ja? Also zumindest, wenn eine Kamera das unterstützt und dann mit schönen Geräuschen drunter und so. Ne? Und dann mache ich das auch gerne. Spürt man ja auch ein bisschen Gewalt und Kraft. Ne? Ja? Aber es macht auch Spaß natürlich, was Lustiges zu tun oder so. Ne? Und am schönsten ist es natürlich, dass wenn man was Brutales tut, was aber trotzdem lustig gemacht wird. Und das probiere ich hier eigentlich immer. Breakdown Forest ist ein Actionfilm im Stil der 80er. Inhalt ein sadistisches Spiel, bei dem es darum geht, als Letzter auf dem Schlachtfeld zu stehen. Richter ist ein ehemaliger Killer, der von Reichen gegen Bezahlung gejagt wird. Die Macher setzen auf Pyro und Sprengtechnik statt auf Effekte im Schnitt. Auch Martin Semmelrogge und Michaela Schäfer sollen kleine Rollen übernehmen. Low Budget ist für Richter okay, aber ein bisschen Professionalität darf es schon sein. Man redet ja auch nicht mehr davon, ja, Schauspielerei ist toll, sondern ich will berühmt werden. Ja, und wo endet das Ganze? Dass Schwachmaten, die gar nichts drauf haben, Ex-Polizisten, Köche, Makler inzwischen vor der Kamera agieren und schauspielerisch tätig sein sollen. Ralf Richter jedenfalls ist ganz Profi und weiß, wer was kann, der kann auch mal Low-Budget drehen und sich in der Drehpause dann ganz easy zurücklehnen.